Fashion, Fashion, Fashion Star. Zusammen mit Piqueur Eskadron suchen wir das beste Reitoutfit. Vier Testimonials treten gegeneinander an. Wer wird siegen und darf den Gewinn an eine tolle Organisation spenden? Nicole, Helen, Celine oder Julia? Unser Juror und Springreiter Jens Hilbert hat die Wahl. Willkommen zur ersten Teilnehmerin von Fashion Star Staffel 6. Nicole, Fundestestimonial mit ihrer Stute Clara und einer noch tolleren Shoppingbekleidung. Aber was ich ganz interessant finde, Freundin von Douglas Lindelöf. Von ihm hätte ich gerne mal ein Weltranglistenpferd zum Reiten für einen großen Preis, aber das ist ein anderes Thema. Es wird spannend, es wird Fashion, es wird mutig und wir freuen uns auf die erste Teilnehmerin in Staffel 6, Nicole bei Fashion Star. Schon als Kind wollte Nicole reiten und das trotz Pferdehaarallergie. Ich hatte eine Tierhaarallergie, eine ziemlich starke Pferdehaarallergie und musste auch ziemlich lange in naturheilpraktische Behandlung. Und als das endlich abgeschlossen war, ist mein Vater am nächsten Tag auch sofort mit mir ins Reitsportgeschäft gefahren, hat ein Reithelm gekauft, mit dem ich dann auch schlafen gegangen bin. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, damit ich am nächsten Tag auch direkt in die Reitschule fahren kann. Meine Mutter war damals nicht davon begeistert, aber Reiten war immer das, was ich unbedingt machen wollte. Und als es dann endlich ging, dann musste es auch sofort losgehen. Der Helm ist zwar nicht mehr derselbe, aber geblieben ist ihre Liebe zu den Pferden. Wenn sich die 27-Jährige etwas in den Kopf gesetzt hat, dann gibt sie alles dafür. So war es auch mit ihrer Clara. Die schöne Fuchsstute hat Nicole bei ihrem Freund in Schweden auf der Koppel entdeckt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und als die Hamburgerin dann in ihren Sattel gestiegen ist, wusste Nicole, Clara ist nicht nur schön, sondern auch cool. Seit Oktober ist Clara in Deutschland und Nicole darf die 5-jährige Holsteinerin weiterreiten. Wenn sie nicht zusammen springen, dann lieben sie es auszureiten. Wenn die Wirtschaftspsychologie-Studentin nicht selbst im Sattel sitzt, dann arbeitet Nicole für En Garde. Auf den Turnieren nimmt sie einen Podcast mit den wichtigsten Persönlichkeiten des Reitsports auf. Da hat sie auch Ira kennengelernt. Ihre Arbeitskollegin und Freundin unterstützt Nicole heute beim Shoppen. Hi, ich bin Ira, Nicoles Shoppingbegleitung. Wir haben uns auf dem Derby kennengelernt, weil wir dort zusammen gearbeitet haben. Und ich versuche heute mal das Chaos im Zaum zu halten. Und das sind die Shoppingregeln. Geshoppt wird nach einem Motto, das auf einer goldenen Schleife versteckt ist. Nicole hat 700 Euro zur Verfügung, um ein Outfit für sich und ihre Clara bei Fundis auszusuchen. Bevor die 15 Minuten Shoppingzeit laufen, wartet noch eine Überraschung. Ira darf noch ein Geschenk für Nicole aussuchen. Los, Ira, wir sind schon ganz gespannt. Ah, stopp. Ich glaube, ich habe was gefunden, was dir gefallen könnte. Ich hoffe es zumindest. Das hoffe ich auch. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich dir als Dressurreiter da vertrauen kann, dass du mir als Springreiter was Passendes aussuchst. Ach, das wird schon, Ira. So, ich habe hier was für dich. Ich hoffe, ich habe nicht daneben gegriffen. Kannst du ja schon mal ein bisschen reinfühlen. Also ich muss jetzt ganz lieb sein. Das schaffe ich leider nicht. Sag einfach ja, sag einfach, ist gut. Super, sieht spitze aus. Das entspricht genau meinem Geschmack. Sie ist auf jeden Fall schon mal Fashion Star aktuell mit ihrer Kopfbedeckung. Gamaschen, hier vorne. Und das sind dann wahrscheinlich. Aber ist sie Dressurreiterin, dann sind die Gamaschen ja für ihren Freund Douglas für den nächsten Longines-Weltranglistenspringen. Yeah. Nö, Nicole springt selbst auch. Für was auch immer wir das dann nachher benutzen werden. Sieht auf jeden Fall gut aus. Du da, ich hier. So, ich bin gespannt. Motto, Vollgas. Naja, nicht so gut mit Stress. In 15 Minuten shoppen. Ganz schön stressig, oder? Ja, sie ist manchmal ein bisschen ungeduldig. Ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Aber es nervt mich schon jetzt, dass wir es noch nicht gefunden haben. Hübscher Trenchcoat übrigens, liebe Ira. Sag mal, Ira, welches Motto wäre richtig blöd? Richtig blöd? Ich glaube, alles, was mit Rosa zu tun hat. 5, 4, 3, 2, 1. Motto noch nicht gefunden. Nackig machen. Nein. Das ist ja. Ich verzweifle hier an der ersten Aufgabe und das ist dieses. Meinst du, die haben das hier irgendwo.
Nee, so gemein sind die aber nicht, oder? Oh, ich will auch so einen tollen Douglas Lindelof-Freund, der mir ganz viele tolle Pferde findet. Aber ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Uli. Das könnte auch sein. Ich bin hier noch bei einem Schabracken. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich komme jetzt mal auf deine Seite. Bye, bye. Na, wohnen Sie auch in Schweden? Hier im Schott ist auch nö, dahin, im wir hier hohen Norden. Oh, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Oh. Halleluja. Okay. Sei der Turnier-Trendsetter. Hol dir die goldene Schleife für dein Outfit. Ja, dann, oh mein Gott. Okay, was brauchen wir? Ich brauch weiße Hose, weißes Shirt und Jackett. Weiße Hose, weißes Shirt, Jackett. Das sind die Basics. Alle, die mich auf dem Turnier kennen, ähnlich wie mein jetziges Outfit, wissen, weniger ist mehr, sehr understatement und sehr schlicht und sehr unauffällig. Und all das will ich heute nicht sehen. Ich will heute bombastisch Fashion. Das ist süß. Ja, nimm das auf jeden Fall mal mit. Also, Fashion, Fashion. Ich will, dass du die auffälligste Reiterin mit dem coolsten Look in der Youngster-Tour bist. Here we go. Das erste, das hat kein Glitzer. Das hier, das ist Sporty, auch 36? Ja, bitte. Aber das sind schon so zwei schickimicki blonde Schicksengöttinnen, gell? Guck mal, ich probier jetzt einmal an. Was habe ich denn für eine Größe? Soll ich jetzt mal... Mords die Fackel, die Nicole. Ja. Such die mal auch noch 36 raus. Ja. Ein paar Socken brauche ich unbedingt, glaube ich. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir die andere Größen. Das ist hier eine 76. Ja, aber das sind diese Langgrößen, glaube ich. Ja. Was brauche ich denn noch? Ich muss ja sagen, die Nicole ist mir schon mal sympathisch, denn sie hat jetzt mal nicht einfach nur schwarz, grau oder blau rausgesucht, sondern dunkelgrün, so ein Olivton. Da muss ich sagen, denke ich auch schon länger drüber nach, weil ich habe ja auch schon mal ein rotes Jackett gehabt und mal so ein dunkles Grün oder so ein Oxford-Grün. Das ist auch ganz stylisch und cool. Finde ich gut. Ja, keine Gamaschen mehr, die haben wir ja schon. Genau, Schabracke? Schabracke. Dann passend in Schwarz oder in Weiß, würde ich sagen. Und dann vielleicht noch cognacfarbene Reitstiefel dazu. Das wäre doch toll. Habe ich übrigens auch. Das wäre cool. Cool, oder? Die haben ja nichts anderes mit Fell. Das würde natürlich super aussehen. Können wir probieren. Haben wir nicht auch noch eine grüne Schabracke zu dem grünen Jackett? Das wäre doch schön. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Guck mal, halt mal das an die Mütze ran. Ich ziehe jetzt die Sachen an und dann entscheiden wir uns für die Schabrackenfarben, oder? Und wenn, während du anziehst, fange ich gleich mal an zu rechnen, okay? Weil wir haben ja auch noch ein Budget. Also Essentials sind Hose, Shirt und... Ja, welche Hose willst du zuerst anziehen? Also ich finde ganz, ganz spannend das Projekt, die Pferdeklappe in Schleswig-Holstein. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es sowas gibt. Wenn man mal in einen finanziellen Engpass kommt, was ja bei Corona nicht ungewöhnlich ist, und sein Pferd gut versorgt haben will oder auch vermittelt haben will, kann man das dort sozusagen abgeben und das wird komplett kostenfrei dann versorgt. Und wenn diese Pferdeklappe ein ganz tolles Outfit bekommen würde für die vermittelten Pferde, das wäre doch ganz toll als soziales Projekt. Genau, da würde Nicole nämlich ihren Gewinn hinspenden, wenn sie mit ihrem Outfit siegt. Ich nehme die jetzt einfach mal mit nach vorne, sonst halten wir die mal an. Also die Clara ist eine Fuchsstute und dazu diesen dunkelgrünen Look. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir schon ganz weit vorne. Und ich hätte gerne noch die glänzenden Eskadron-Gamaschen. Vielleicht machen wir doch ein paar Streichkappen hinten drauf, oder? So, ich komme jetzt mal raus, ja? Ja, zeig mal her. Oh. Also. Shirt finde ich richtig. Also da hat der Douglas Lindelöw aber eine heiße Fackel abbekommen, du. Skinny Victoria's Secret Supermodel. Das brauchen wir. Aber dann machen wir schwarze Schabracke, dann auf gar keinen Fall irgendeine andere Farbe. Also ich finde, farbiges Jackett ist okay, aber dann muss alles andere schlicht sein. Ja, okay, dann der Rest schlicht, dann schwarz. Ja. Zu den schwarzen Ohren und schwarzen Gamaschen. Schwarz und okay. keine bunten. Nein. Blau ist, wir wollen hier Fashionstar werden. Insbesondere für die Pferdeklappe in Schleswig-Holstein. Das muss ein bisschen modischer und stylischer werden. So, hier ist auch noch was. Quietsch. Aber das ist hier alles so windschnittig. So schnell reite ich also nicht. Also das hier war, glaube ich, schwarz. So, du wolltest schwarz. Schwarz. Die schwarze? Die sieht schon mal gut aus. Das ist Dressur. Das ist auch das einzige schlichte Schwarze. Das ist dunkelblau. Ja, Dressur. Aber das ist doch auch, das eine weiße Kordel. Das passt. Das ist doch schlicht genug. Ja. Das andere ist genau, die zu glänzend. Du durch. Ja, ja. Zu glänzend, zu schwindschnittig. Gibt es die weißen Reithose nicht auch als Leggings? Also. Gottes Willen. Zusammenrechnen. Ja, okay. Scheiße. 4,65 Euro übers Budget. Das sind 4 Euro. Okay, dann nehmen wir günstigere Handschuhe. Ja, wir genau. Günstigere Handschuhe. Ah, wir haben Blasen an den Fingern, sind aber im Budget geblieben. Ja, gut. Irgendwelche Schwarzen halt. Ja, hier. Katilan, hast du gar keinen Gürtel für deine Hose? Hanoi?
Und das geht nicht. Das geht nicht. Dann zieh mal, kriegst du das hin hier rechnungsmäßig? Mathe war nicht dein... Wir nähern uns so langsam dem Ende der Shoppingzeit. Socken. Dann musst du halt barfuß. Ein paar Blasenpflaster drauf und dann geht. Schaga! Die Zielgerade ist erreicht! Ja! Ja, dann ist das so. Nicole und Ira, herzlichen Dank. Gut. Oh, so habe ich das auch immer gemacht, wenn ich einen einfachen Reiterwettbewerb gewonnen habe. Dankeschön. In Nicoles Warenkorb ist die Turnierreithose Lou Grip Knie für knapp 180 Euro gelandet. Dazu trägt sie das Sakko Isa Lee in dunkelgrün. Das ist mit knapp 250 Euro das teuerste Teil. Weniger als 3 Euro am Ende noch über. Chapeau! Wie war dein Fashion-Star-Erlebnis? Aufregend. Ich hätte gedacht, dass ich mit der Zeit größere Probleme habe, aber es wurde schon knapp. Und am Ende waren wir irgendwie 4 Euro über dem Budget oder so und mussten noch die Handschuhe wechseln. Ich habe mich jetzt hier auch für eine Farbe entschieden, die ich noch nie getragen habe, die ich super cool finde eigentlich. Ja, ich hoffe, dass mein Mut hier gewürdigt wird. Und so sieht der Turnierlook von Piqueur Escadron komplett aus. Unter dem Sakko trägt Nicole das Turniershirt Honey für 70 Euro. Clara wurde noch schnell eingeflochten. Röckelhandschuhe für 32,50 Euro dürfen auch nicht fehlen. Für Claras Beine das Geschenk, die ProFlex Sportgamaschen. Für die Ohren gibt's einen Fliegenkopfschutz von Escadron. Unter dem Sattel glänzt nicht nur die Schabracke Performance Contrast, sondern auch ein Sattelpad für knapp 70 Euro. Alle Produkte gibt's im Onlineshop von Fundis Reitsport. Hat Nicole das Zeug zum Fashion Star 2021? Nicole hat's gut vorgelegt. Mal sehen, was die anderen Testimonials von Piqueur und Fundis noch zu bieten haben. Nicole, ob du Fashion Star wirst, das wird die Woche zeigen und die starken Konkurrenten. Denn in der zweiten Sendung geht's weiter mit Helen. Seid gespannt auf die zweite Sendung von Staffel 6 bei Fashion Star.